Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupunks und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Cooking Simulator. Wir sind aktuell aber immer noch dabei, unseren Apfelkuchen zu backen. In der Hoffnung, dass das gut wird. Der braucht hier noch eine Minute, dann ist der durch. Der braucht noch 2 Minuten, dann ist der durch. Und ich habe Formen bestellt, die angekommen sind. Sehr schön. Weil wir doch ein bisschen wenig Backform haben, muss man einfach sagen. So eine Herzform ist doch noch was Schönes und auch so eine Rundbackform. Aber ich will jetzt erstmal... Jetzt warte ich erstmal die 1 Minute, warten wir jetzt mal noch eben noch ab da, was das gleich wird, ne? Vor allem, wie lösen wir denn so einen Kuchen aus so einer Backform? Wie geht das? Einfach rausschütten oder was? Wir werden es gleich sehen. Ich habe mich derweil auch mit einem neuen köstlichen Kaffee versorgt, das kann also weitergehen. Fühlte mich doch etwas kaffeelos in den letzten Minuten. Aber nun geht's wieder, ne? Nun geht's wieder. So, was ist hier los? Wir brauchen noch 15 Sekunden. Oh, Alter, ich bin aufgeregt, ob da gleich ein Apfelkuchen... Wird da ein Apfelkuchen rauskommen? Wird es ein Apfelkuchen werden? Wir könnten den Radiosender bald auch mal wieder wechseln, oder? So. Geht doch automatisch aus. Möchtest du etwas über Folgendes wissen? Backtemperatur. Ja. Dein Gebäck muss komplett durchbacken. Backtempometer helfen dir beim Nachprüfen. Hol das Gebäck aus dem Ofen, nimm das Thermometer und wende es auf dem Gebäck an. Wenn die Anzeige im grünen Bereich ist, ist es fertig. Lass es nicht in den roten Bereich geraten. Dies zeigt an, dass der Kuchen verbrannt ist. Okay. Darf ich das jetzt rausnehmen? Oh, nee, so. Oh je. Mal sehen. Ich möchte jetzt nichts über Dekorieren erfahren. Alles perfekt, würde ich sagen. Okay, der Kuchen ist fertig. Und was mache ich jetzt damit? Wie hole ich den raus? Oh, ist ein bisschen... Ja gut, ist ein bisschen dünn geworden, sag ich mal, ne? Aber das wird noch. Scheiße, den anderen habe ich ja schon verdoppelt. Das könnte schon mal besser werden. Aber da warten wir dann jetzt auch mal noch ab. Oh mein Gott. Ja gut, also... Da hätte man die Backform wohl doch eben füllen sollen. Sieht halt auch überhaupt nicht aus wie ein Apfelkuchen, ne? Es sieht einfach... Was ist denn das? Ja, da hauen wir Glasur drauf, dann geht das schon. Scheiße, Mann. Sollen wir mal sehen. Ich hoffe, der wird besser. Oh Gott. Oh, Blaufuchs-Backstube, du. Das läuft. Das, wir werden doch nicht berühmt werden. Alter. Okay, so, ist gleich durch hier. Eine Sekunde, so, und raus damit. Mal sehen, ob das jetzt schon eher wie so ein Apfelkuchen aussieht. Achtung. Und? Perfekto. Na, dann schütten wir das auch mal eben auf so ein Backding. Schütt mal drauf. Das sieht doch schon vernünftiger aus. Ich sehe halt die verschiedenen Schichten nicht. Ich sehe da nicht, wo da jetzt Apfel drin sein soll, aber egal. Okay, dann machen wir noch einen in Herzform, würde ich sagen. Und während der dann backt, können wir die anderen schön schon designen. Was haben wir jetzt hier? Teig. Diesmal lasse ich dann die Apfelkompottschicht oben drauf. Ist voll. Braucht 4 Minuten 30. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen so Teig. Da mache ich einfach, keine Ahnung, da machen wir ein paar Plätzchen draus. Komm, was soll's. Zack. Ein paar Herzplätzchen. Man muss so einen Teig ja irgendwie auch noch verbrauchen, ne? So. Reicht das nicht mehr? Okay, reicht nicht mehr. Alles klar. So. Dann kommt der jetzt in Abfall. Darfst du nicht erzählen, ey. 4 Minuten 30 bei 150 Grad. Rein da, Deckel zu. 4 Minuten 30. 4 Minuten 30. Bei... Oh, nein, nein, warte. Andere Richtung. Nach links drehen. 150 Grad. So. Los geht's. Dann machen wir uns dran, jetzt den Kuchen hübsch zu machen. Fangen wir mit dem an. Ach, guck mal, da haben wir so einen mittelgroßen Drehteller. Ja, der... Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, auf den machen wir diese helle Glasur. Das heißt, das muss erstmal weg. Da müssen wir jetzt viel mit Glasur arbeiten, ja? Da muss jetzt, das muss, die Glasur muss das jetzt regeln, dieses Ding. Das,
Scheiße. Okay, Zuckerglasur, auf geht's. Schmier das mal komplett drauf, sehr schön. Und dann müssen da eigentlich nur noch ein paar Streusel drauf. Mehr wird das nicht. Da schütten wir noch Streusel drauf und dann ist das gut. Gehören da eigentlich auch gar nicht drauf. Was war denn im Rezept? Im Rezept wäre da nur Puderzucker drauf gewesen. Ja gut, okay, weil wir werden da jetzt noch mit ein bisschen Streuseln arbeiten. Das ist quasi der Apfelkuchen mit weniger Apfel und weniger Kuchen für die Kinder. Ne? Alles gut. So, nur ein paar Streusel drauf schütten, dann geht das schon. Das muss man jetzt unter Streuseln begraben. So, guck mal hier. Schön sieht das aus. Auch so gleichmäßig, weil ich nicht sehe, wo ich hinschütte. Gib mir mal noch ein paar Streusel, bitte. Ah, ist schon ein schöner Kuchen geworden. So, zack. Füll nochmal auf. So, super. Beim zweiten, da muss nur Puderzucker drauf. Mehr muss bei dem zweiten gar nicht drauf. Dann ist der schon fertig. Ein bisschen größer hier. So, guck mal. Viel besser. Schön streuseln. Alles voll streuseln. So, guck. Und dann kann er die Auslage, würde ich sagen, ne? Stell mal hin hier den Apparello. Oh Gott, was eine Vollkatastrophe. Okay, so, dann nehmen wir den jetzt eben noch schnell. Der sieht ja schon besser aus, ne? Da machen wir ein bisschen Puderzucker drauf. Dann ist der fertig. Da müssen wir gar nicht viel machen. Das ist ein sehr schöner Apfelkuchen. Hashtag selbstgemacht. Soll ein Apfelkuchen sein, wird keiner merken. Puderzucker. Oh Mann. Machen wir ein bisschen Puderzucker drauf, so. Das ärgert mich immer ein bisschen, dass das am Ende nicht rauskommt, was man eigentlich macht, weil wir haben ja, an sich habe ich ja, also meiner Meinung nach haben wir alles richtig gemacht. Würde ich jetzt behaupten, weißt du? Aber das Game sieht es halt anders. Das Game rafft nicht, dass das unser Apfelkuchen ist. Aber gut, es muss das Game wissen. Ne? Es muss das Game wissen. So. Ah, und dosier mal hier noch ein bisschen. Na gut, passt schon. Der sieht schön aus. So, da brauchen wir auch jetzt nicht irgendwie kompliziert irgendwas machen. Der kommt da jetzt einfach so hin. Dann habe ich hier noch diese Dinger. Die brauchen eine Minute 20 bei 150 Grad. So, 150 Grad, eine Minute 20. Na los, eine Minute 20 bitte. Ich glaube, man kann auch in die andere Richtung drehen. Das wird es dann etwas schneller machen. Deckel zu, gib ihm. Und ja, hier ist es das gleiche. 150 Grad, eine Minute 20, ne? Los geht's. Machen mal eine Minute 20, ne? Ajo, guck mal. So, und 150 Grad, bitte. Wunderbar, so, jetzt backt es. Der Gure braucht noch 54 Sekunden. Ich glaube, bei dem nächsten, da toben wir uns dann mit dem Topping mal ein bisschen aus. Da kommt schöne Schokoschicht oben drauf. Und dann mal gucken, was man noch so kaufen kann. Hier gibt es ja auch noch so ein paar Sachen. Vielleicht ein paar Erdbeeren oder so. Keine Ahnung. Hier noch irgendwas drin, Alter. Möchtest du etwas über Folgendes wissen? Dekofiguren-Tee. In den Schubladen kann man Dekorationen aufbewahren. Du kannst durch E mit der Schublade interagieren. Diese öffnet die Cookbay App, in der du Dekorationsbündel wählen kannst. Ach, guck mal. Ach du Scheiß, okay. Blumenbündel, Like-Emoji-Bündel, Smiley-Bündel, Waldtiere-Bündel. Alter, wie wir natürlich eine Fuchstorte basteln werden, aber sowas von... Okay, scheiße, Bruder. Jetzt geht's auch. Hier wären noch Backformen gewesen. Oh, ich hätte mir gar keine kaufen müssen. Hier sind noch ganz viele. Ja gut, kannst du nicht... Ach, hier, guck mal. Bisschen was haben wir schon. Alter, wir werden sowas von eine Fuchstorte machen. Ich habe natürlich die einzige gegriffen, die leer ist, ne? Klar. Kannst du ja nicht ausdenken. So, wie lange braucht das hier noch? Der Kuchen ist fertig. Dann einmal auf dieses Drehdings, bitte. Ne, warte, erst muss die Schüttung eingeleitet werden. Zack. Hoppala. So. Dann packen wir das da drauf. Dann werden wir das mit Schokolade bestreichen. Ihr wisst, Schokolade macht jeden glücklich. So. Na, 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 na. Kann ich eigentlich auch, was ist denn, wenn ich die Farben nehme?
Was passiert damit? Flasche öffnen. Lebensmittelfarbe blau. Was mache ich damit? Kann ich wahrscheinlich da rein tun? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich muss halt noch rausfinden, wie man das benutzt. Das wird natürlich dann nochmal ein bisschen spannender, wenn wir auch Sachen einfärben können. Alter, das sieht ja mal sehr ungesund aus. Und da drauf machen wir noch ein paar Blumen. Ja, hier blaue Blumen. Gib mal eine blaue. Eine blaue. Da oben. So, fertig. So, da sehen wir die verschiedenen Phasen des Apfelkuchens. Das ist eher so ein Apfelscheibchen. Dann haben wir schon einen, das würde ich als Apfelkuchen bezeichnen. Und da haben wir ein richtiges Ding, ne? Sehr schön. Macht man normalerweise zwar keine Schokolade drauf, aber was soll's. So, jetzt haben wir hier noch diese Dinger. Ein paar kleine Keksdinger. Da machen wir es schön. Hier ein bisschen Glasur drauf. Und zwar einmal die weiße erstmal. So. Unsere kleinen selbstgemachten Apfelplätzchen. Was auch immer Dinger. So, komm hier. Auf da. Super. Scheiße, Alter. Also bis jetzt ist uns noch kein Gericht gelungen, sag ich mal. Ne? Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, immer ein bisschen rosa. Alles, was wir gemacht haben, ist zwar am Ende ein Gebäck, aber nicht das, was wir ursprünglich mal machen wollten. Also mein Apfelkuchen sieht halt auch so überhaupt nicht wie so ein Apfelkuchen aus. Da war das beim Pizzading, das war besser. Da kam am Ende auch etwas raus, wo ich mit Stolz sagen konnte, ja, das ist eine Pizza. So. Das ist sowas, da haust du gleich Streusel drauf. Fertig, da muss eigentlich nichts weiter drauf. Da bin ich mal ehrlich. Dann nehmen wir einfach ein paar Streusel. Was ist das hier noch? Weiße Perlen. Blaubeeren. Blaubeeren. Lass uns Blaubeeren. Nee, Blaubeeren ist doof. Lass uns Streusel drauf machen. Da müssen einfach nur Streusel drauf. Glaub mir. So. Ich glaube so, da die Rezepte ja eh nicht so funktionieren, ne, müssen wir uns, glaube ich, einfach mal bald ein bisschen selbstständig machen und mal so ganz eigene Kreationen zubereiten. Ne? Also wir werden es auf jeden Fall analog... Analog wie beim Pizzaback-Gedönse werden wir uns am letzten Tag, wo ich hier meiner Cousine aushelfe, werden wir uns nochmal richtig austoben, ne? So, guck mal. Ein paar Herzkuchen. Wunderbar. So, dann habe ich da ja noch eine Ladung drinne. So drei Stück. Okay. Vielleicht kann man diese Farbe auch in den Teig reinmischen. Da wäre es das erste Mal, dass dieser Dödel, dieses kleine Babygruselmonster, das wäre jetzt echt mal hilfreich, wenn er mir mal sagen könnte, wie das mit den Farben funktioniert. Ne? So. Jetzt dekorieren wir die letzten auch noch mal ein bisschen schön. Ich würde sagen, da geben wir jetzt auch noch mal... Da geben wir Blümchen drauf, komm. Und zwar hier so eine Rose. Jeweils ein Röschen. Oh Gott. Na gut. Ah, lieber ein paar Erdbeeren oder Himbeeren oder so. Eine Erdbeere. Ja, das sieht schon besser aus. Okay. Schön so ein Erdbeerchen noch drauf. Wunderbar. Und dann kann das in die Auslage, ne? So, wie sieht's denn aus mit der Zeit? Ich denke, wir sind tagmäßig, glaube ich, gleich durch, oder? Oder haben wir noch Zeit? Ich habe keine Ahnung, wann hier Ende ist. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich habe vergessen, wann der Tag endet. Aber ich glaube, gleich. Ich würde sagen, wir fangen auch nichts Neues mehr an. Also jetzt noch ein weiteres Rezept anzufangen, hat keinen Sinn. Wir können jetzt maximal ein bisschen aufräumen hier, den Müll mal wegmachen und vielleicht mal rausfinden, wo wir dieses Mehl herbekommen, das ich so sehr suche und ersehne. Muss ich jetzt jede beschissene Eierschale einzeln aufsammeln und in den Müll schmeißen? Das kann doch nicht sein. Das muss doch auch anders gehen. Also lasse ich die liegen, das ist ja bekloppt. Hier gibt es auch eine Pfanne, wofür brauchen wir eine Pfanne? Naja, werden wir noch rausfinden. So, warte mal. Dosierbehälter auffüllen. Kaffee, brauner Zucker, Streusel. Vielleicht finden wir hier dieses Mehl. Angereichertes Mehl. Da ist es. Alter. Okay. Jetzt
kriegen wir es gebacken. Jetzt habe ich auch das richtige Mehl. Alles klar. Dosierbehälter aufstellen. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Alles klar, Leute. Jetzt geht's ab. Also, dann werden wir nächstes Mal erneut einen Kuchen backen. Und diesmal wird es gelingen. Dann können wir vielleicht doch nochmal Return of the Krapfen machen, Mann. Ohne Spaß. Ich würde dann überspringen wir jetzt den Tag. Komm. Jetzt, wo ich mein Mehl endlich habe. Ja, komm, ich will wirklich den Tag überspringen. Oh, da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Vielleicht hätten wir doch noch was hingekriegt. Egal. Gucken wir mal. Ein Meisterwerk. Alter, wie die Auslage nicht leer gekauft worden ist. Übel. Wir sind aber auf Platz 49. Wir sind gestiegen. Es ging nach oben. Sehr schön. Und ja, wir haben ein paar Likes, ein paar O's und so. Aber keiner hat gesagt, ist mega scheiße oder so. Nice, nice. Und wir haben heute Verlust gemacht. Ja. Wir haben heute Verlust gemacht. Was habe ich denn ausgegeben? Ach ja, ich hab hier Utensilien und sowas gekauft. Das war das Problem. Dieses Mal müssen wir nichts kaufen. Okay, so. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die Auslage bleibt liegen. Das ist ja praktisch. So. Ich würde vorschlagen, wir machen uns dann heute tatsächlich jetzt nochmal an die Krapfen. Oder? Hier. Frittierte Krapfen. Lasst uns das noch einmal machen. Ich will jetzt einmal, dass am Ende das rauskommt, was auch draufsteht, ja? Los geht's. Anpinnen, ab geht's. Also, 150 Milliliter Wasser in eine Schüssel. Bisschen noch. Okay, 149, das passt schon. Angereichertes Mehl, 400 Gramm. Ja, jetzt geht's hier los, Leute. Jetzt geht das los. Also, angereichertes Mehl, bitte einmal füllen. Angereichertes Mehl. Tja, muss man wissen, dass man das einfach da in so einen Behälter reinfüllen muss. Zack. Nochmal füllen. Gramm Backhefe. Die Backhefe ist das krasseste an der ganzen Kiste hier. So. 100 Gramm nochmal. Mhm. Jetzt haben wir 100 Gramm. So. Also. Und Puderzucker 150 Gramm. Kristallzucker, Gebäckmehl, Kuchenmehl. Da gehen wir einmal mit dem Ding hier um die Kurve rum. Puderzucker. 150 Gramm bitte. Wie das alles daneben klötert, das kostet Geld, ne? Das kostet Geld. So. 150 Gramm Puderzucker. Zack. Und 30 Gramm Backhefe. Was habe ich da gerade? Was schwebt da an meiner Schüssel dran? Da schwebte gerade irgendwas dran. Backhefe. 37 Gramm. Dann versuche ich da mal 7 Gramm wegzuschneiden. Da muss es doch auch irgendeine Möglichkeit geben, wie man das... sauber macht, oder? Okay, wie viel ist das? Warte mal. 25 Gramm. Wir brauchen noch 5 Gramm Backhefe. Komm schon. Das sind jetzt 12. Wenn ich das ungefähr in der Mitte zerteile, dann haut das hin. Komm schon, du musst es zerteilen lassen. Geht nicht. Oh, da ist halt ein bisschen zu viel Hefe drin. Mein Gott. Zack. So. Ist halt ein bisschen viel Hefe. Meine Güte. Rühren. Ja, Hahn, sei still. So, meine Lieben, ihr hört ihn. Oh, 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 bitte, bitte, was ist es? Lass uns eben kurz noch gucken. Es ist Teig. Okay, meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder.
und versuchen, Krapfen zu machen. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.